Peace, Leute, willkommen zurück zur 5. Episode des Karrieremodus hier mit Bayern München. Und ich bin jetzt auch wieder zurück aus Hamburg, sodass ich jetzt quasi wieder live aufnehme und auch auf eure Kommentare eingehen kann. Und das werde ich heute auch machen im Video. Die ersten 4 Parts, hatte ich ja gesagt, produziere ich vor, sodass ich in den ersten 4 Parts nicht Rücksicht nehmen kann auf die Kommentare aus den ersten Parts. Und die meisten Leute, beziehungsweise viele Kommentare haben geschrieben, dass sie sich wünschen, dass ich bei den Videos mehr Cuts setze, dass ich ein bisschen mehr Hintergrundmusik einfüge und so weiter und so fort. Und genau das werde ich tun. Ich werde die Videos mehr cutten. Ich werde Musik einfügen, sodass ihr dann da hoffentlich zufrieden mit seid. Und viele haben auch geschrieben, Karrieremodus ohne die Top-Spiele irgendwie selbst zu spielen ist langweilig. Hier zum Beispiel Gianmarco AC Milan schreibt, spiel die Top-Spiele selber. Und auch viele weitere haben geschrieben, ich solle meine Spiele selbst spielen. Also mein Grundgedanke war folgender, wenn ich die Spiele, beziehungsweise die wichtigen Spiele immer selber spiele, dann ist das für mich persönlich im Kopf so gewesen, dass ich die Spiele dann gewinnen werde. Ich weiß, dass ich diese Spiele gewinne, egal auf welcher Schwierigkeit ich spiele, ich werde die Spiele gewinnen. Und das wäre ja dann irgendwo nicht der Reiz. Aber ich verstehe, dass ihr Gameplay sehen wollt zwischendurch und damit da ein bisschen Abwechslung mit reinkommt, und deswegen werde ich die Spiele spielen. Ich habe mir aber ein Maximum gesetzt. Pro Halbjahr spiele ich maximal 3 Spiele. Ja, also muss ich bewusst wählen, welche 3 Spiele ich spiele, damit ich halt nicht jedes Top-Spiel spiele, damit ich halt, weil dann gewinne ich wirklich jeden Titel in der Saison. Und das soll schon irgendwo auch spannend bleiben, sodass ich gesagt habe, maximal 3 Spiele pro Halbjahr werde ich spielen. Das sind 6 Spiele im Jahr. Das denke ich geht klar. Wenn ihr irgendwie eine andere Meinung habt, wenn ihr sagt zum Beispiel, nee, ich spiele 2 Spiele pro Halbjahr oder sonst was, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich bin euch mega dankbar über jeden Kommentar, der mir weiterhilft, denn wie gesagt, Karrieremodus ist nicht mein Parademodus, muss ich einfach so sagen. Das letzte Mal, dass ich Karrieremodus ein bisschen intensiver gespielt habe, war damals vor 2 Jahren, als ich damals auch hier auf YouTube eine Serie dazu gebracht habe. Und jetzt genug dazu, wir machen weiter. Wo sind wir stehen geblieben? Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, das DFB-Pokalspiel gegen Leipzig gewonnen. In der 2. Runde in der Bundesliga sind wir aktuell auf dem 1. Platz mit 9 Spielen und 22 Punkten. Wir gucken einfach mal nach, was im Büro abgeht. Später Ablauf von Raphael Varane. Ach ja, was auch halt viele geschrieben haben, ist, dass ich bei der Formation auf eine Formation mit Flügeln wechseln sollte. Weil ich hatte mich ja auch gewundert, warum Sané und so weiter nicht so krass performen wie erhofft. Und viele haben dazu geschrieben, dass ich die Spieler positionsgetreu einsetzen muss, damit die im Karrieremodus bei der Simulation auch rasieren. Weil hier im 4-2-3-1, in der Formation, wo ich gerade bin, das sind ja eigentlich rechter ZOM und linker ZOM, sprich nicht die Position von den beiden Spielern. Deswegen schalten wir um auf das, entweder auf das 4-2-3-1 breit oder auf 4-3-3. Und ich glaube, ich nehme eher das 4-3-3 offensiv. So, glaube ich, werden wir spielen. Havertz als ZOM, Martinez und Tolisso hier auf den 8er Position, Sané und Gnabry auf den Außen. Gucken wir mal, wir haben immer noch Thiago, der langsam wieder fit wird. Schabani kommt jetzt wieder auf die Reservebank, dafür Goretzka auf die Auswechselbank. Und De Ligt ist nach wie vor weiter verletzt. Gut, das als kleiner Einstieg, damit wir wieder wissen, damit ich wieder weiß, wo ich bin. Und jetzt machen wir erstmal weiter im Kalender. So, Trainingsverletzung bei Niklas Süle, 3 Wochen. Mann, es geht so weiter. In der letzten Episode hatten wir echt viele Verletzte. Und jetzt geht es einfach so weiter. Heimspiel gegen Frankfurt. Wir nehmen Süle raus. Lewandowski, stimmt, der ist ja auch verletzt, ne? Ich muss ja Müller spielen lassen im Sturm. Dann machen wir das. Pavard kommt in die Innenverteidigung. Süle auf die Reserve. Thiago kann wieder mit. Und ja, dann nehmen wir Schabani doch mit. Karim Özdemir, der kann LFRF spielen. Command kann LMRM, LFRF. Das ist nice. Müller kann ja auch Sturm spielen, oder? MS, ja, es geht klar. Dann lassen wir das so. Lassen erstmal Tolisso und Martinez spielen. Und gehen rein ins Spiel gegen Freiburg. So. Come on. Erstes Spiel der Episode hier gegen Freiburg. Und Varan macht das 1:0. Müller mit dem 2:0. Nice. Und Hernandez hat sich zwischenzeitlich auch noch die gelbe Karte geholt. Habra kommt zum 3:1 ran und Martinez macht... Nee, Habra macht das 2:1 und Martinez das 3:1. So ist es richtig rum. Sané mit dem 4:1. Heim sind wir stark.
Ja, das gefällt mir. Sané hier mit einem Doppelpack zum 5:1. Das nimmt man sehr, sehr gerne mit. So startet man gerne in eine neue Episode. Und jetzt geht's weiter in der Champions League gegen AEK Athen. Ich glaube, das ist auch kein Spiel, wo man unbedingt spielen muss. Wobei wir in der Champions League halt echt nicht gut stehen. Ne? Das ist ein Pflichtsieg. Das ist absolut ein Pflichtsieg. So, bei Trainingseinheiten hat man mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich Offensivspielern Temposchüsse soll ich da geben. Weil das pusht nämlich irgendwie den Schuss und das Dribbling. Und das Ganze mache ich auch dann bei Callum Hudson-Odoi. Temposchüsse. Das pusht Sprintgeschwindigkeit und die Schüsse. Also ist gar nicht schlecht. Ne? Deswegen simulieren wir das jetzt einfach hier durch. Davis mit dem A, Callum Hudson-Odoi mit dem C. Ich könnte das Ganze eigentlich aber auch einem Kai Havertz geben, ne? Beim nächsten Mal dann. So, wie gesagt, jetzt ein wichtiges Spiel hier in der Champions League. Wir motivieren erstmal nochmal die Mannschaft und ich glaube, es ist Zeit, Thiago wieder in die Stammformation zu bringen. Da kommt doch gleich ein Spiel, was man spielen kann. So, wir lassen Martinez drin. Wir tun Tolisso raus und dafür kommt Thiago rein. Und der Rest bleibt, denn ja, sonst können wir irgendwie nicht viel machen. Wir haben immer noch zu viele Verletzte. Auf der Bank haben wir aktuell keinen Innenverteidiger, ne? Das ist nicht gut, deswegen nehmen wir statt Shabani einfach Mai mit. Shabani wurde sogar im letzten Spiel eingewechselt. Boah, da hat der CPU-Co-Trainer auf jeden Fall Bock, die jungen Spieler ranzulassen. Ist ja auch nicht verkehrt. Wir gehen hier rein gegen AEK Athen. Und simulieren. Wichtiges Spiel. Wenn wir das verlieren, sind wir raus. Dann sind wir raus aus der Champions League, ne? Und wir liegen direkt mal zurück. In der dritten Minute. Daheim. Aber Sané kommt mit dem Ausgleich. 1:1. Sané trifft. Seitdem wir auf die Flügel umgestellt haben, ist Sané jetzt echt heftig am Treffen. Thiago macht das 2:1. Sehr nice. Müller mit dem 3:1. Da hat sich unsere Mannschaft nochmal gefangen. Das war wichtig. Mega wichtiger Sieg und wir gewinnen hier mit 3:1 gegen AEK Athen. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wie die anderen beiden gespielt haben. Nichtsdestotrotz steht jetzt erstmal ein Topspiel an, was wir selber spielen werden, motivieren. Wir spielen sogar auswärts. Also da passt es ja echt sehr, sehr gut, dass wir das nicht simulieren, sondern selbst spielen. Ich mache mir aber noch eine Taktikvorlage für die Spiele, die ich selber spiele. Das nenne ich dann einfach 4-2-3-1, weil dann will ich im 4-2-3-1 spielen. Weil da bin ich ja nicht auf die Simulation angewiesen, dass ich die Spieler positionsgetreu einsetze. So kann ich dann hier wirklich meine präferierte Formation nehmen. Und ich glaube, ich werde folgendermaßen gegen Dortmund spielen. Wir nehmen Gnabry in den Sturm, lassen Coman über außen spielen, rechts außen. Im Mittelfeld wird Goretzka neben Thiago spielen und der Rest bleibt genau so. So werden wir es machen. So werden wir spielen. Callum Hudson-Odoi werden wir auch reinbringen und wir werden auf der schwerstmöglichen Schwierigkeitsstufe spielen, auf Ultimativ. Weil es muss ja irgendwo auch herausfordernd sein. Gucken wir mal ganz kurz ins Teammanagement rein. Da passt aber eigentlich alles. Und ich würde sagen, wir gehen rein ins Game. Nee, ich habe gesehen, es passt doch nicht, ne? Wieder alles durcheinander gebracht worden hier. Jetzt passt es. Gnabry im Sturm, Goretzka und Thiago. Ja, der Rest passt. Auf geht's. Okay. Es kommt hier erstmal so ein Loading-Screen in Kürze. Nice. Sieht man erstmal, wie sich die Spieler warm machen. Okay, das ist neu. Das gab es früher in den Matches auf jeden Fall nicht beim Karrieremodus. Und wir spielen auch im tiefsten Winter hier. 10. Spieltag, ne? Das dürfte doch irgendwo im Oktober sein, oder? Ja. Und es schneit. Ja, gut. Alles klar. Das ist auch, das kommt nochmal dazu, ne? Das bin ich auch nicht gewohnt. Also absolute Herausforderung jetzt. Auf Ultimativ und im schlimmsten Wetter hier. Kai Havertz auf Gnabry. Und Sané geht. Guck mal, wie viel Platz der gute Leroy Sané hat. Wird von Hakimi perfekt gestoppt. Gnabry auf Coman. Coman, geh Junge. Nimm dein Tempo mit. Lacroquette rein. Jetzt auf Kimmich. Kein Abseits. Der auf
in der Mitte auf Gnabry. Gnabry aus der Drehung. Und da war die erste gute Möglichkeit. Ich hätte da aber nochmal ablegen können. Foul schießt sich da. Da gibt es den Freischuss aus einer sehr guten Position eigentlich. Was hat Leroy Sané für Werte? Haben wir irgendjemanden mit besseren Stats? Nee. Wir lassen Sané schießen einfach. Und das war mit Abstand der schlechteste Freischuss in meiner FIFA-Karriere. Leroy Sané auf Thiago. Thiago direkt weiter auf Havertz. Kai Havertz. Und jetzt geht Coman. Ganz, ganz viel Platz für Coman. Das muss es eigentlich sein. Coman ist im 16er. Coman an den Pfosten. Und der Gegenangriff wurde direkt gestoppt. Jetzt Leroy Sané wieder auf Havertz. Havertz auf Gnabry. Gnabry, der ist jetzt im 16er und der macht's besser. 1:0 hier. Gehen wir in Führung und da kommt der standardmäßige Jubel von Serge Gnabry. Hat sich doch gelohnt, den im Sturm spielen zu lassen. Schöner Konterangriff hier. Gnabry ist im 16er, finesst den rein. 1:0 durch ihn. Vielleicht können wir direkt nach dem Kickoff wieder zum Konter ansetzen. Über Havertz, der rechts außen auf Coman. Und der nochmal direkt weiter auf Gnabry. Gnabry im 16er gegen Hummels, unseren Ex-Münchner. Und das ist Coman, der hier die Chancen wie am Fließband liegen lässt gerade. Vorhin schon eine dicke Chance an den Pfosten geschossen und jetzt haut er den über den Kasten. Vielleicht können wir das wieder nutzen zum Konter. Dortmund steht echt sehr, sehr offensiv. Und da geht auch schon wieder Coman. Verfolgt von, ich weiß nicht, wer es war. Coman macht es jetzt aber besser und haut den rein zum 2:0. Irgendwie nutze ich gerade kein Time-Finishing. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das liegt einfach an diesem Rasen, der mich so oder so schon komplett ablenkt. Wer auch immer da Coman verfolgt hat, der hat hier ganz, ganz klar... Oh, Tees ist es. Genau, die haben sich ja Tees geholt. Und den hat er einfach mal easy peasy abgeschüttelt, ne? Dortmund ist gerade aber auch offensiv. Lädt mich komplett zu den Kontern ein. Und das war's. Halbzeit hier, 2:0 für uns. Die Konter kommen immer mehr. Dortmund wird immer offensiver. Odson-Odoi und Davis, die Jungspieler, dürfen ran. Havertz. Auf Coman. Coman, zieh rein. Geh in den 16er. Ballrolle. Zurück, da ist Davis und der macht den rein mit rechts. Hat ja auch 4 Sterne Weak Foot. Schöner Angriff über außen. Coman nutzt sein Tempo mit der Ballrolle und dann schön in den Rückraum. Kein Problem für Davis. Nice. Kimmich auf Davis. Davis. Davis macht hier den Doppelpack perfekt. Obwohl ich nur gelb getroffen habe, ne? Vom Gefühl her, manchmal buggt es auch rum. Vom Gefühl her meine ich, dass ich vom Timing her richtig gut war. Aber irgendwie war es dann doch nur gelb. An sich der Schuss sah aber aus, als wäre es grün gewesen. Von daher nehmen wir einfach mit, dass er drin war. Die Flanke kann gut sein und die ist auch gut, aber der Kopfball ist extrem mau. Letzter Angriff, letzte Aktion in diesem Spiel. Coman. Havertz, Davis. Auf Coman. Kommen wir mit der Chipflanke. Da kommt Havertz von hinten angerannt. Ist auch kopfballstark, aber ungefährlich. Es gibt sogar noch eine Aktion. Tolisso. Tolisso ist im 16er. Nimm Coman mit. Und das soll es jetzt aber gewesen sein. Das war's. 4:0 gewinnen wir hier das Spiel gegen Dortmund im Topspiel der ersten Bundesliga. Erster gegen den zweiten. Nimmt mal mit. Weiter geht's. So, Spielentwicklung machen wir direkt in der neuen Woche mit dem Training weiter. Havertz kriegt jetzt auch Powerschüsse, wenn das bei ihm empfohlen wird. Temposchüsse, meine ich doch. Alles simulieren. Aber direkt mit dem A, Kyle Motzen-Odoi und Davis mit dem D. Nice. Wir sind erster Platz. Direkt hinter uns ist Werder Bremen mit 24 Punkten. 4 Punkte, also nur Vorsprung. Ist okay. Spieler ist auskuriert. Welcher ist es denn? Welcher von unseren 50.000 verletzten Spielern ist auskuriert? Robert Lewandowski ist wieder fit.
Und Niklas Süle, nice. Maxim Avudja, vielen Dank, dass Sie mein Anliegen ernst genommen und mir eine Chance gegeben haben. Kein Ding, Bro. Was die kommende Partie angeht, ich bin letzter jetzt sehr gut in Form und fühle mich wohl. Ich hoffe daher, dass ich im nächsten Spiel nicht auf der Bank sitzen werde. Macht einen Doppelpack und wird direkt. Kriegt eine große Maul hier, ne? Der gute Davis. Wir gucken mal. Es sieht sehr, sehr nice aus. Süle ist wieder fit. Das bedeutet für den guten Mai back. Und Pavard auch wieder back auf die Bank. Wir nehmen Lewandowski wieder mit. Lassen ihn aber noch nicht spielen. Lewandowski kommt mit für Callum Hudson-Odoi. Davis. Er darf ran. Ich lasse Davis spielen. Im Sturm. In der Liga gegen Düsseldorf, ne? Genau. Gegen Düsseldorf. Das wird natürlich simuliert. Ich werde, glaube ich, auch oben links oder so irgendwie im Overlay einblenden, dass wir eins von den drei Spielen gespielt haben, damit wir immer zu jeder Zeit sehen können, wie viele Spiele ich gespielt habe. Weil ich muss das als Challenge schon so nehmen, dass ich mir wirklich maximal drei Spiele oder so pro Halbjahr aussuche, die ich selber spiele. Weil sonst wird es echt zu easy. Stöger hier mit dem 1:0. Sané kommt direkt back. Havertz antwortet ebenfalls 2:1. Nice. Zweite Halbzeit. Keine Wechsel passieren. Kaminski für Gieselmann. Okay, auf unserer Seite. Doch jetzt. Goretzka für Thiago. Havertz mit dem Doppelpack. Sehr, sehr nice. Und ist das der Schlusspunkt? Gnabry macht hier noch das 4:1. Wir marschieren weiter und jetzt wird's wichtig. So, wir haben gegen Benfica im Hinspiel verloren. Wir gucken uns die Tabellensituation an. Wenn wir jetzt gegen Benfica verlieren und Ajax gewinnt, müssen wir das letzte Spiel zwingend gewinnen. Deswegen würde ich sagen, spiele ich dieses Spiel noch nicht selbst. Wenn es sein muss, wird das letzte Spiel in die Hand genommen. Selbst in die Hand genommen, das gegen Ajax Amsterdam. Aber dann haben wir immer noch alles selbst in der Hand. Robert Lewandowski will wieder spielen und diesen Wunsch werden wir erfüllen. Wir werden auch Müller spielen lassen für Havertz. Wir sind im 4-3 offensiv, unsere Simulationsformation jetzt. Und gucken mal. Gnabry direkt mit dem 1:0, sehr, sehr wichtig. Jonas mit dem 1:1, der hat auch schon im Hinspiel das Siegtor gemacht, wo wir 1:0 auswärts verloren haben. Lewandowski kommt zurück und macht hier das 2:1. Faeser macht das 2:2. Wir brauchen hier den Siegtreffer. Samaris mit der roten Karte. Und Sané macht das 3:2. Mega, mega wichtig. Wir gewinnen 3:2. Sehr wichtig. Dieser Sieg war mega wichtig. Alles simulieren. So machen wir es. Gucken, was im Büro ansteht. Danke, Chef. Kein Ding. Willkommen zurück. Freut mich, dass du wieder fit bist, Bro. Oh, das ist schon das nächste Topspiel in der Bundesliga. Die Tabelle ist echt interessant. Frankfurt auf dem zweiten Platz mit 25 Punkten. 6 Punkte hinter uns. Werder Bremen auch 6 Punkte hinter uns. Dortmund 7 Punkte hinter uns. Okay. Also das ist ein mega wichtiges Spiel. Aber ich werde das jetzt auch nicht selbst in die Hand nehmen. Das wird simuliert. Und bei der Simulation auswärts haben wir gesagt, dass ich dort die Fünferkette auspacke. Und genauso werden wir das jetzt auch hier wieder machen. So gehen wir rein ins Topspiel gegen Werder Bremen. Ein Sieg oder ein Punkt wäre natürlich mega nice. Das würde den Abstand bzw. den Abstand gleich halten. Wäre natürlich nice, wenn wir den Abstand erhöhen könnten. Come on, Simulation startet. 10. Minute, ist es noch nichts passiert. Lewandowski mit der gelben Karte. Klaassen macht den Elfmeter zum 1:0 rein. Martinez verletzt sich. Läuft bisher noch nicht ganz gut. Süle mit der gelben Karte. Coman kommt für Lewandowski rein. Eggestein macht hier das 2:0. Das sieht ganz, ganz stark nach einer Niederlage aus hier. Ich glaube, das ist dann sogar die erste Niederlage in dieser Episode. Wir waren eigentlich auf einem sehr, sehr guten Run. Irgendwann muss man halt verlieren und das ist jetzt hier passiert. Werder Bremen schlägt uns mit 2:0, ist bitter und dementsprechend haben wir jetzt auch nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Bremen, die aktuell auf dem zweiten Platz sind. Und Dortmund hat ihr Spiel verloren. Die bleiben bei 24 Punkten. Wir hätten den Abstand zu Dortmund enorm erhöhen können. Naja, wir trainieren unsere Spieler weiter. Geil, Hudson-Odoi mit einem A, sehr nice. Kommt er auf die 75? Yes! Er steigt auf die 75. Ne, doch noch nicht. Doch, ist auf 75 gestiegen. Freut mich. Simulieren weiter und gucken, welches Spiel uns als nächstes bevorsteht. Vorher gucken wir aber an, wie lange Martinez verletzt ist. 4 Monate!
weißt du, da hast du, da bist du froh, dass du jetzt wieder auf fast alle Spieler zurückgreifen kannst und dann verletzt sich einfach der nächste Spieler für 4 Monate. Ja, das ist wie das. Wir haben zum Glück einen breiten Kader, was im Real Life immer noch nicht der Fall ist. Wir haben jetzt Montag, den 8. Juli, wo ich das Video aufnehme. Ihr werdet es am 9. Juli sehen. Und es ist immer noch nichts passiert in der Transferpolitik vom FC Bayern München. So, welches Spiel steht an? Es ist ein Derby gegen Nürnberg. Wundert mich, dass es dort keine Pressekonferenz gibt. Das Spiel werden wir aber in dieser Episode noch mitnehmen. Wir switchen auf unser 4-3-3 Offensiv. Den Sieg im Derby nehmen wir natürlich gerne noch mit. Vorausgesetzt, wir gewinnen. Heim gegen Nürnberg. Es passiert nichts in den ersten 10 Minuten. Auch in den 20 Minuten nichts. Nach 30 Minuten ist dann doch das 1-0 passiert in der 29. durch Joshua Kimmich. Erster Wechsel, Arzenodoy kommt für Lewandowski. Coman für Sané. Und es gibt hier kein Schützenfest. Coman macht hier das wichtige 2-0. Es muss auch nicht immer ein Schützenfest sein. Siegreich, Coman kommt rein, macht ein Tor, freut mich sehr. Und so konnten wir mit einem Dreier aus dem Derby rausgehen. Wir spielen jetzt im letzten Spiel der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Wir sind hinter Benfica. Das bedeutet, wenn wir dieses Spiel verlieren gegen Amsterdam, sind wir raus. Dann sind wir einfach raus. Das wird ein mega wichtiges Spiel, was wir nicht simulieren werden, sondern selbst spielen werden. Das wird dann das zweite in diesem Halbjahr sein. Und das werden wir dann aber erst in der nächsten Episode machen. Lasst mir gerne ein Feedback da, ob es euch jetzt besser gefallen hat mit den Cuts, mit, dass ich dann auch jetzt selber spiele und mit der Hintergrundmusik. Über konstruktive Kritik bin ich euch natürlich sehr dankbar, denn ich versuche mich durch eure Kommentare einfach zu verbessern und das Ganze so zu gestalten, dass ihr alle Freude dran habt. Ich bin raus, lasst ein Video gerne einen Daumen hoch da. Peace out und ciao.